mit dem Fleisch, was wir noch von dem Knochen abgelöst haben, und der Brühe zusammen und ein bisschen Gemüse, das ihr gerne auch eingefroren nehmen könnt, machen wir noch schnell ein Frikassee. Dazu brauchen wir ein bisschen Butter und Mehl als allererstes. Die Butter kommt in den Topf und die darf erstmal schmelzen. Und die gleiche Menge, die wir an Butter reingemacht haben, also einen Löffel, machen wir jetzt an Mehl mit dazu. Dann wird alles schön verrührt. Und wenn das so schön schäumt, dann könnt ihr gleich die Brühe mit dazu gießen. Aber gut rühren, sonst gibt's Klumpen. Dann ein bisschen Gemüse dazu. Und unser Fleisch. Und das Frikassee ist schon fertig. Dazu habe ich euch ein bisschen Reis gemacht. Guten Appetit zusammen. Dankeschön. Ciao.